Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Und wie immer zeigen wir einmal im Monat einen besonders herausragenden aktuellen deutschen Kinofilm. Das ist ja so unser Prinzip und das heute lag uns ganz besonders am Herzen, denn eigentlich sind wir schon fast ein bisschen zu spät, lief ja auch schon bei Lichter und hatte auch schon einen Kinostart gehabt, aber ich kann Sie nur beglückwünschen, das ist ein sehr besonderer Film aus der Gattung des German Mumblecore, also des improvisierten Kinos, und wir sind natürlich schon mal sehr froh, dass wir auch zwei Gäste hier haben. Schon mal großen Applaus Philipp Eichholz und Oliver Jerke, die extra aus Berlin hierher gekommen sind. Das ist auch nicht selbstverständlich, weil sie haben tatsächlich nicht nur diesen Film auf der Berlinale gehabt, sondern gleich noch einen zweiten Film in petto. Und der startet in zwei Wochen dann beim Filmfest München, dem anderen großen Festival in Deutschland. Also sie sind gerade en vogue, kann man schon so sagen. Ja. Das Ganze ist wie immer in Kooperation mit EPD Film, Deutschlands führender Fachzeitschrift zum Thema Film, und natürlich gibt es auch nach dem Film dann ein Werkstattgespräch. Ulrich Sonnenschein wird es führen mit unseren beiden Gästen, und ja, das Ganze wird aufgezeichnet. Sie können auch mal schauen, wenn Sie wollen, es gibt eine eigene Homepage zu dieser Reihe, wastutsichimdeutschenfilm.de, jeweils mit Bindestrichen zwischen den Wörtern, alles sehr simpel. Genau, und wie immer gibt es hier bei uns im Filmmuseum keine Werbung vor dem Film, sondern, das sage ich immer so salopp, einen thematisch passenden Kurzfilm, der von mir ausgewählt worden ist. Das heißt, Sie können hinterher mir sagen, ob es passt oder nicht. Der Film heißt Ein Sommertag, ist 4 Minuten lang, aus dem Jahr 2016, von Lenny Heller, Philipp Hester und Kira König, ist gezeichnet. Vielleicht muss man ein bisschen sich reinfinden, um zu verstehen, was dann der Zusammenhang ist. Aber ich sage erstmal viel Vergnügen mit Ein Sommertag. Bis gleich. Und nun habe ich die Freude, Ihnen den Regisseur des heutigen Abends vorzustellen. Es ist ja der dritte Teil einer Trilogie. Er hat mir verboten, glaube ich, zu sagen, wie er sie intern nennt. Vielleicht sagt er uns gleich. Es war zuerst Liebe mich, dann Luca tanzt leise und jetzt Rückenwind von vorn. Und der war eben auch gleich Eröffnungsfilm der Perspektive Deutsches Kino bei der Berlinale. Und Variety hat ihn ausgezeichnet als einen von 10 Europäern, die man dieses Jahr gesehen haben sollte. Begrüßen Sie Philipp Eichholz. Ja, hallo, vielen Dank, dass bei dem tollen Wetter überhaupt ein paar Leute ins Kino gekommen sind. Das ist der beste Ort, das ist am kühlsten. Denke ich ja auch, aber da sind wir in der Minderheit. Naja. Wie war das denn, wenn Variety plötzlich sowas raushaut, und ihr habt ja die Filme bisher alle auch selbst finanziert und so, plötzlich so eine Ehrung, was kam auf dich zu bei der Berlinale? Ich weiß nicht, wisst ihr, was Variety ist? Das, kurz? Okay, würde ich vielleicht sagen, das Branchenblatt, das führende Branchenblatt in den USA, das Pendant zur EPD-Film. Nee, ist quasi seit 100 Jahren das Hollywood Tradeblatt. Also sag ich doch. Ganz Hollywood liest dieses Magazin quasi, das ist ein reines Business-Heft, kein Kunstheft wirklich, und naja, der Anruf kam 2 Wochen vor der Berlinale, dass wir da drin sind. Ich wusste nicht mal, dass wir irgendwie, also ich habe mir dann die Listen der letzten Jahre angeschaut, und ich finde es immer noch total schräg, dass wir da drin sind, weil da sind dann Oscar-nominierte Filmemacher drin, teilweise aus anderen Ländern, und letztes Jahr war David Wendt drin, ein deutscher Regisseur, der einen Hit nach dem anderen hat hier in Deutschland, und jetzt war ich mit meinen 3 kleinen Filmchen verhältnismäßig, also der David Wendt hat Er ist wieder da gemacht und Feuchtgebiete und eben große Filme mit über 1 Million Zuschauer. Und ja, das war spannend. Ja, da merken Sie schon, ein sehr bescheidener Mensch, der Philipp, weil German Mumblecore ist natürlich schon inzwischen was Aufmerksamkeit verursacht. Wir hatten das hier ja vor ein paar Jahren, dass wir hier ein Symposium hatten über den improvisierten Film, und du hast da ja auch, du gehörst in dieses Netzwerk rein, du hast da Kontakte zu verschiedenen Leuten aus dieser Szene. Magst du uns erzählen, mit wem du da so ein bisschen näher stehst? Nee, auch hier ist wieder die Frage, kennt ihr den Mumblecore? Das haben wir doch hier alles gemacht. Ich glaube, das Publikum wechselt sich aus. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Erklär es. Nee, aber es gibt da eine Gruppe aus Berlin von Leuten, die sich nicht wirklich am Anfang alle kannten, aber die angefangen haben, einfach Filme zu machen auf Improvisationsbasis, aber vor allen Dingen außerhalb der Förderung am Anfang einfach einen Film gemacht haben. Und man kennt sich halt untereinander irgendwie. Mit manchen ist man befreundet, mit manchen nicht. Also ich bin mit Axel Ranisch und Tom Lassier verbandelt und Luise Brinkmann. Die haben auch alle schöne Filme gemacht. Ich glaube, die waren auch alle schon mal hier. Also Axel und Tom Lass waren auf jeden Fall schon mal hier für eine Podiumsdiskussion. Ja. Und er hat gerade Trilogie gesagt. Keine Angst, ihr müsst keine anderen Teile gesehen haben. Die stehen wirklich für sich, die Filme, alle einzeln. Und willst du sagen?
Nee. Du willst es nicht sagen, okay, dann frage ich auch nicht nach. Das macht dann Uli nachher. Genau. Wir haben jetzt eigentlich einen sehr, sehr spannenden Moment, weil du hast eigentlich jetzt gerade die letzten Meter deines neuen Films schon in der Mache, der jetzt bald bevorsteht. Was ist noch zu tun? Was erwartet uns demnächst? Na, wir haben in zwei, drei Wochen Weltpremiere und wir haben gestern noch eine Szene neu gedreht. Also es ist sehr eng. Wir sind gerade im finalen Grading, Ton ist an sich fertig, letzte finalen Effekte und dann geht es in 3 Wochen schon nach München, ja. Also eine große Ehre, dass ihr euch extra die Zeit genommen habt. Wie für uns geht es? Schön. Ach, beiderseits. Vielen Dank, Philipp Eichholz, und wir sehen uns nach dem Film zum Gespräch. Danke dir. Ja, bitte großen Applaus für den Regisseur Philipp Eichholz und den Produzenten Oliver Jerke. Rückenwind von vorn. Und natürlich Ulrich Sonnenschein, der das Gespräch führen wird. Nehmt bitte Platz, ihr Lieben. Sind alle da? Ja, ich glaube schon. Sogar mehr als vorher. Kannst du die Lichtsituation noch ein wenig angenehmer gestalten, bitte? Ich nicht, aber... Ja, schönen guten Abend. Heute mal zu dritt, auch mal ganz schön. Der Regisseur und der Produzent, Philipp Eichholz, Oliver Jerke. Fangen wir mal am Anfang an. Ich finde ja, wir haben uns vorhin über Titel unterhalten. Es gibt Filme, die haben herausragende Titel, die will man eigentlich sofort sehen. Und ich fand Rückenwind von vorn ist ein super Titel. So simpel und doch so anders. Ja? Wer von euch kam auf die Idee und wie kam der zustande? Wir hatten bis jetzt immer, wir Titeln tun uns mal ein bisschen schwer. So. Das ist immer so ein Prozess, aber wir hatten bis jetzt immer so tolle Titel. Der Titel zu unserem ersten Film, Liebe mich, der war sofort von Anfang an da. Das war sofort da. Auch im Kombo mit dem Plakat, das war ein Mädel genau. Mittelfinger halt. Das ganze Design stand. Die Kamera stand. Und genau. Der Titel war Liebe mich vom Film. Deswegen, also es ging immer ganz gut mit dem Dings. Genau, und bei unserem zweiten Film, Luca Tanz leiser, um das kurz noch auszuholen, halt, hat es halt unheimlich gut auch zu der Figur gepasst für den zweiten Film. Und bei Rückenwind war es halt so. Oh, da haben wir gesucht. Da haben wir lang gesucht halt. Und der hatte dann halt einen Arbeitstitel sehr, sehr lange Zeit. Wie war der? Oder will man den besser nicht sagen? Nee, den wollen wir gar nicht sagen. Halt. Und, genau, und der Arbeitstitel war so grausig halt, dass unsere Schauspielerin gesagt hat halt, wenn der Film so heißen würde, würde sie nie mitspielen halt. Und genau, wir mussten unserer Hauptdarstellerin versprechen, dass der Film später nicht so heißen wird, weil die will nicht in einem Film mitspielen, der Charlies Weg heißt. Also. Okay, jetzt ist er raus. Ja. Und nicht so schlimm, den Titel, ehrlich Victoria gesagt. Victoria fand das sehr schlimm. Ja, und bei Rückenwind war es dann halt wirklich so, das war dann halt so ein Brainstorming von mir selbst halt, wo es halt einfach, okay, es muss jetzt... Er hat ihn mir vorgeschlagen auf jeden Fall. Ich genau. war erst begeistert, dann fand ich ihn ganz grauenvoll und habe total dagegen argumentiert. Und es war wirklich, wir hatten dann diese Deadline mit der Berlinale, mit dem Katalogdruck und da mussten wir uns entscheiden, wie der Film nun heißen soll. Irgendwie aber hat es halt dann doch auch die Situation der Figur in diesem Fall beschrieben ja. irgendwie und deswegen konnte ich dann doch mitgehen. Also grauenvoll finde ich ja nur ganz erschreckend. Ja, das ist halt, wenn man hat halt selbstkritisch. Titel, also jetzt, wenn das nicht so ist, man hat heute den Titel und morgen ist dann ist das im Film und dann am nächsten Tag zeigt man den Film schon, dann hat man halt viel, viel Zeit über diesen Titel nachzudenken und man denkt mehr und mehr und man denkt, ach, der ist toll und irgendwann nach 2 Wochen ist er so, ja, der ist okay und vielleicht ist er noch hin, wir haben ja noch Zeit und vielleicht finden wir noch was Besseres und irgendwann, das war so ein Prozess bei ihm und ich musste mal gegen ankämpfen. Und vor allem, weil es ja auch um meinen Titel ging. So. Und ja, und dann war es dann halt Berlinale und dann, ja. Also Liebe mich mal nicht, aber Luca tanzt leise, Rückenwind von vorn sind beides Titel, die so ein bisschen mit so Widersprüchen spielen, die so, also tanzen leise, tanzen schnell und langsam, aber leise. Also da hat man immer so eine Brechung drin. Mhm. Und das ist ja auch eine ganz schöne Art, das Prinzip zu beschreiben, wie deine Filme entstehen. Also da sind ja auch so Wirklichkeitsbrechungen drin. Ja, das ist ja nicht eine Geschichte, also auch hier nicht, wo man sagen würde, ja, klar, passiert jedem dauernd, ja. Sondern da sind so Brüche drin. Ja. So ähnlich wie im Titel, Rückenwind von vorn. Ja, also witzigerweise, die Resonanz war anders auf der Berlinale. Also irgendwie wurde mir gespiegelt vom Publikum dort, aus verschiedensten Altersgruppen, dass es total, also passiert. Also nicht, dass man seine Klasse alleine lässt und kurz ausbricht, aber die Lehrerin, die uns ihre Klasse zur Verfügung gestellt hat in dem Film,
die echte Grundschullehrerin, die ist Mitte 40, hat drei Kinder. Und die kam aus dem Film raus und meinte, dass sie immer noch dieselben Fragen im Leben hat, wie die Hauptfigur Charlie, die Ende 20 ist. Also so, will ich das alles? Ist das der richtige Weg für mich? Oder also ich glaube, dieses Hinterfragen, wo man gerade sich befindet und steht, das ist etwas, was, was irgendwie immer wieder kommt im Älterwerden, Erwachsenwerden. Und das ist ja auch etwas halt, mit dem wir uns halt natürlich auch irgendwie tagtäglich seit Jahren halt beschäftigen. Also das ist das allgemein. Beim Schreiben habe ich dann erfahren, dass das, man nennt es fachmännisch, glaube ich, eine Quarterlife-Crisis, was Victoria da durchlebt. Quarterlife-Crisis, ja. Ich habe sie selbst auch durchlebt, ohne zu wissen, dass es so heißt, mit Ende 20. Und das ist einfach dann eben, wenn man dann eben sein ganzes Leben so ein bisschen hinterfragt und irgendwie, weil man arbeitet, glaube ich, Anfang 20, wenn man studiert oder eine Ausbildung macht, man arbeitet irgendwo drauf hin und dann ist man irgendwann angekommen dort und dann muss man sich die Frage stellen, wollte man überhaupt hin? Oder fühlt man sich da wirklich wohl? Ist es das jetzt? Bleibt das jetzt so? Weil gerade bei Lehrern ist es ja auch wirklich so, das ist ja dann an sich dann so die nächsten 20 Jahre erstmal so, also der Rhythmus oder die Struktur bleibt. Und Und das ist in ganz vielen... Also erschreckend finde ich das, wenn man Ende 20 eine Quarter-Life-Crisis hat, dass man dann irgendwie 120 Jahre werden muss. Aber das... Eine Midlife-Crisis wird ab 50 geschätzt, also ist auch optimistisch, oder? Genau. Der Mensch, der, glaube ich, im Abspann am häufigsten Erwähnung findet, neben dir als Regisseur, Cutter und was auch immer, Mitproduzent, Drehbuchautor, ist Axel Ranisch. Wurde auch vorhin schon mal erwähnt, das ist ein Freund von dir, der mit seinem sehr gute Filme-Manifest schon auch so einen Grundstein gelegt hat für dein Filmemachen. Magst du erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt? War das über Film oder war das ganz anders? Nee, über Film, aber wir haben uns auf dem Filmfestival 2006 kennengelernt, Filmwerkstatt Wiesbaden. Ich lief da mit einem Musikvideo, er mit seinem ersten Film von der HFF Babelsberg. Also ich bin kein Filmstudent nebenbei. Also das heißt, ich musste mir meinen Filmfreundeskreis und Netzwerk irgendwie selbst unabhängig einer Filmhochschule aufbauen. Und ich habe diesen knuffigen Teddybär da gesehen und der war so lieb und nett und wir haben uns stundenlang über Film unterhalten und irgendwie wusste ich, das wird einer meiner engsten Freunde. So habe ich damals beschlossen, 2006, und ich habe dafür gekämpft, jetzt sind wir es auch. Er hat ja in deinem ersten Spielfilm hat er mitgespielt, vorher im Dokumentarfilm auch schon mal, aber in Liebe mich als Biene. Aber im Prinzip ist dieser Typ, der kommt immer wieder vor. Also Daniel Zillmann könnte auch Axel Ranisch sein. Habt ihr mal drüber gesprochen? Der Typus ist immer Olli. Ja. Also ich habe immer eine Figur drin, die so ein bisschen auf Olli basiert. Und das war die Geri-Figur, war jetzt auch ein bisschen an Olli angelehnt. Sind meist halt die etwas korpulenteren. Ja. Und hättest du nicht gerne von Axel gespielt werden wollen? Wenn ich habe Axel Ranisch, Daniel Zillmann, das ist super und das ist gern mehr davon. So, immer abwechselnd. Ich sag mal John Goodman. Ja, gerne. Und Axel Ranisch Oma, der Star von Dicke Mädchen von Axels Film, ist ja auch in deinen Filmen gerne vertreten. Gut. Ist über Axel, ja. Nee, Ruth und ich haben auch eine eigene Beziehung, unabhängig von Axel. Ruth Bickelhaupt. Ruth Bickelhaupt war die Oma von dieser Luca, die wir da kurz im Krankenhaus getroffen haben im Film. Die ist jetzt mittlerweile 94 Jahre alt und hat ihr Schauspieldebüt mit 89 gegeben in Axels ersten Film Dicke Mädchen. Und sie ist halt keine Schauspielerin natürlich, aber sie ist halt irgendwie so ein Original. Wie nennt man das? Nichte? Nee, Enkelin. Die Luca da ist quasi die Hauptfigur aus dem vorigen Film. Das verbindet die Filme. Also die Oma und die Luca sind Hauptfiguren in dem Film davor. Das war quasi ein Auftritt der Hauptfiguren aus dem vorigen Film. Deswegen Trilogie, weil es irgendwie die Hauptfigur aus dem vorigen Film taucht immer im nachfolgenden Film auf. Aber es ist halt nicht wichtig, es zu wissen, weil die Szenen eine eigene Bedeutung für sich haben. Das bedeutet also, Es hat euch sicherlich nicht gestört, also nicht jetzt Luca nicht gesehen zu haben. Hoffe ich mal, so. Es war zumindest nicht so intentiert. Ja. Und aber die Hauptfigur aus Liebe mich kommt im Rückenwind nicht mehr vor. Nee, die kommt in Luca tanzt leise vor. Das heißt, es ist schon so eine Abfolge. Und es ist ja auch nicht nur eine Abfolge der Figuren, die auftauchen, sondern es ist auch eine Abfolge der Reifestufen. Ja, also so wertend würde ich das jetzt gar nicht
formulieren. Ich weiß nicht, ob das ist. Also bei Liebe mich, den ich ja nur in Ausschnitten kenne und in Beschreibungen, kommt es mir sehr wild vor, so ein junges Mädchen, was irgendwie quasi noch nicht so richtig bei sich angekommen ist. Und Luca tanzt leise, sucht sich sehr intensiv. Und hier ist Charlie ja schon sehr bei sich und entscheidet einfach, entscheidet Lebensabschnitte, die das auch ein bisschen länger dauern. Das stimmt auf jeden Fall. Also jetzt reden wir über zwei Filme, die ihr nicht gesehen habt. Das tut mir ein bisschen leid. Man kann schon sagen, dass es irgendwie in der Trilogie auch Anfang, Mitte, Ende 20 ist und dass die Figuren auch irgendwie alle so ein bisschen ruhiger werden. Also die erste Figur ist halt wie ein Wirbelwind, wirklich und total extrovertiert und bringt ganz viel Unruhe rein, wo Charlie eher Ruhe reinbringt, glaube ich. Die ersten beiden Filme gibt es auf Netflix, falls man die nachschauen will. So, sehr gut. Ja, habe ich jetzt Werbung genug gemacht. Ja, ist ja immer und auf Amazon natürlich. Also wenn immer man im Internet nachguckt bei deinen Filmen, findet man den Namen Oliver Jerke. Ich habe nicht rausgefunden, wann ihr euch zum ersten Mal zusammengetan habt, aber wie lange kennt ihr euch schon und ist der Film ohne einander nicht denkbar? Au. Au. Das ist eine gute Frage. Wir kennen uns seit 20 Jahren. Also ich bin 35, du auch, glaube ich. Ja. Wir kommen aus demselben Dorf bei Osnabrück. Da ist Filme machen irgendwie genauso realistisch wie Astronaut werden. Und gerade in den End-90ern, also es war wirklich... ich habe dann halt... meine Mutter ist Lehrerin. Und ich habe halt eine ziemlich katastrophale Schulkarriere hinter mir. Ich bin vom Gymnasium geflogen und bin dann nochmal auf der Realschule sitzen geblieben. Und da habe ich ihn kennengelernt, weil er war in der Parallelklasse und ist auch sitzen geblieben. Und sind wir quasi in dieselbe Klasse gekommen und saßen nebeneinander. Und dann haben wir angefangen, Filme zu machen. Schon ziemlich damals, schnell. Ja. Ja. Ich habe dann im Sommerjob auf eine Kamera gespart, auf eine Mini-TV-Kamera. Und dann haben wir angefangen, nennen wir es mal Filme, zu drehen. Aber wir hatten den Ansporn schon, ja, wir wollten Filme machen. Das war 99. So. Und das hat sich bis heute gehalten? Oder ist das... Naja, er ist ja wirklich Familie fast. Also ist mein engster Freund, fast? Ein Bruder. Ja, Relativität. Füllwörter. Ach so. Das heißt, wir haben eine sehr, also da gibt es halt keine Masken zwischen uns. Also wenn wir eine Idee verhandeln oder diskutieren über einen Film, dann wird da nichts großartig schön geredet, aber niemand ist wirklich verletzt. Und wenn jemand verletzt ist, dann ist man auch schnell wieder irgendwie trotzdem freundlich miteinander. Und das ist halt eine Ebene, die kann man sich gar nicht erkaufen mit irgendjemandem. Wollte ich gerade sagen, ich glaube, das ist am besten zu beschreiben, halt wie wirklich halt einfach Brüderfamilie. So, weil, dass wir uns gegenseitig verletzen, passiert häufig genug. Das würde ich anders sagen. Nur wir haben halt eine Ebene miteinander, dass das halt, das passiert ja in der Familie auch mal, dass man halt dann mal lauter wird oder dann härtere Sachen sagt, aber man versteht sich dann wieder. Und das ist halt, wir haben immer diese Ebene, wir haben diese Basen miteinander halt. Und eine dieser Basen ist halt Filme. Dass wir halt schon immer Filmfans waren. Ich habe immer zu hören bekommen, du hängst so viel vor der Glotze, du guckst so viele Filme, du Freak. So, und das war von meinem Bruder, der ist 14 Jahre älter. Und der hat das letztendlich geschürt halt. Und dann hatte ich auf einmal halt diesen Bengel halt neben mir sitzen in der 9. Klasse, der halt auch der totale Filmfan war und eine riesige Sammlung zu Hause hatte. Und wir hängen dann ab und haben Filme geguckt. VHS-Sammlung damals noch. Jetzt bist du Produzent, du bist Regisseur. Oft gibt es ja diese Paarung, wo der Produzent das Korrektiv des Regisseurs ist. Wie ist das bei euch? Ich glaube, wir korrigieren uns und klopfen uns gegenseitig ab. Halt. Also das ist er ist ja auch produzierend immer mit noch dabei. So. Also das ist ja immer, er steht ja auch immer mit produziert von uns beiden. Mit dabei, das müssen wir uns teilen, weil wir halt generell halt, wir sind wenige Leute, so, und da muss man irgendwie, Arbeit teilt sich, und auch bei dem Regie führen halt selbst beim Filme machen, am Set und am Schnitt integriert er mich halt sehr, sehr stark auch, so. Olli ist halt auch sehr gut am Set dann so Bogen zu glätten und irgendwie das Zwischenmenschliche, zwischen Technik, Crew, Schauspieler und mir irgendwie, ja. So, besonders an stressigen Tagen ist Olli immer sehr gern gesehen am Set. Und das Problem oder die Frage, wer besorgt das Geld, habt ihr insofern gelöst, als dass ihr gar keins habt? Ja, könnte man das auch sagen. Könnte man das auch formulieren, ja. Ja, wie vielleicht aufgefallen ist, hatten wir jetzt keine Filmförderung bei Rückenwind da im Vorspann stehen. Das lag daran, wir hatten noch einen zweiten Film fertig gemacht, Luca tanzt leise, und wir waren im Gespräch mit einem
Redakteur von einer Nachwuchsförderung, der Interesse hatte, aber das hätte bedeutet, dass wir diesen Film halt 3 Jahre lang entwickeln, theoretisch, und wir wollten ihn halt direkt drehen. Wir wollten ihn in diesem Sommer drehen. Und genau genommen würden wir... Er sollte halt aus derselben Energie dann eben genau, kommen. Also es war irgendwie, waren wir jetzt noch nicht bereit, an dem Punkt damals, 2016, zu sagen, wir machen jetzt 3 Jahre theoretischen Film. Weil wir auch nicht glauben, ich glaube nicht daran, dass es den Film besser gemacht hätte. Ich glaube nicht, dass der Film perfekt ist. Ich glaube aber auch nicht, dass 3 Jahre ihn totreden besser gemacht hätte. Und das System arbeitet halt dementsprechend langsam. Und ich glaube, ich hätte nach 3 Jahren nicht mehr gewusst, warum ich diesen Film überhaupt machen will. Und die ersten beiden Filme sind halt so aus dem Bauch entstanden. Und irgendwie dachten wir, okay, es wird eine Trilogie. Wir können jetzt nicht 2 Filme so aus dem Bauch machen und den dritten 3 Jahre totquatschen und dann drehen irgendwie als klassischen Fernsehfilm. Und dann haben wir ihn halt so gedreht. Und witzigerweise, wenn wir mit dem System gegangen, würden wir ihn jetzt drehen, diesen Sommer. So. Aber wir sind schon einen Film weiter mittlerweile. Ja. Und, also wir haben letztes Jahr dann schon wieder erneut einen Film gedreht. Genau. Trotzdem natürlich, es gibt immer so tolle Lebensentwürfe und die Frage, die mir immer fehlt, auch bei Fernsehfilmen oft oder bei Dokumentationen, wie finanzieren die Leute das? Also man macht ja einen Film nicht, indem man eine Kamera an die Steckdose steckt und das ist dann die Kosten, die man produziert. Aber nein, Ton ist zum Beispiel immer teuer und natürlich will man auch, dass das Budget des Films nicht ablenkt vom Film selber. Also, dass jetzt nicht irgendwie dauernd alles schreit, oh mein Gott, wir hatten kein Geld. Und der Zuschauer sollte auch nicht hinterfragen können, ob was jetzt im Film passieren kann, nur weil sie wissen, wir hatten kein Budget. Zum Beispiel den Slowakei-Trip oder sowas. Ja, das ist ein interessanter Aspekt, dieser Slowakei-Trip. Das ist eine Extravaganz, die dazu führt, dass die ist ja auch in der Geschichte eine Extravaganz. Ja. Also sie ist ja eine absurde Idee. Die sitzen da im Auto und er sagt, ja, wir fahren jetzt zum besten Burgershop der Welt. Und ist schon absurd. Und dann fahren die 8 Stunden im Auto und kommen in Tschechien an. Das macht man aber mit einem kleinen Budget. Da denkt man doch auch irgendwie, da hat der Film sozusagen seine Dynamik auf euch übertragen. Ja, also wie es produktionstechnisch abfällt, das kann er gleich erzählen. Ich sage nur inhaltlich gesehen, was halt wichtig, also weil Charlie irgendwie mal ausbrechen musste, für mich gefühlt. Und etwas machen müsste, was absolut keinen Sinn macht. Ja, da ist ja immer noch Südkorea. Naja, nee, Südkorea war ja auch so ein, es ging jetzt um die Spontanität dahinter auch wirklich. Und deswegen war es innerlich für mich total wichtig, dass es eben wirklich auch etwas Bescheuertes ist. So, und du kannst nochmal was über die... Ja, produktionstechnisch ist das natürlich bei so einem Budget das totale Chaos. Halt, wenn dann auf einmal da drin steht, halt die Fahne in die Slowakei. Und für mich stand das halt auch eine lange Zeit da erstmal nur so drin, wie... Naja, das ist halt so ein die fahren halt Ding, irgendwo hin. Die fahren halt irgendwo hin und wir drehen das in Brandenburg oder wir drehen das in Polen oder so. Das ist ja um die Ecke, da können wir mal eben vorbeifahren. Halt. Und alle Schauspieler und Technik hatten mich immer bedrängt damit, Olli, seh zu, dass wir nicht in diese Slowakei fahren, halt, weißt du? So, wir wollen da nicht hin halt und das ist warum und das kann man doch auch hier um die Ecke drehen. Ich hab gesagt, ja, ich mach das schon. Hat nicht geklappt. So. Und als wir dann hingefahren sind, die Fahrt hat halt 13 Stunden gedauert, wir sind mit 2 Autos gefahren und der Spielwagen, der grüne Audi, ist auch mein Wagen halt, also dementsprechend. Und der hatte auch noch einen technischen Defekt, der pfiff die ganze Zeit und ich habe diese 1000 Kilometer da irgendwie, das war die Hölle. Und nach 10 Stunden... Weil der Regisseur natürlich irgendwie frisch am Set sein muss, der muss ja am nächsten Tag drehen halt, ist er halt erst nach Bratislava geflogen, wo wir ihn aufgesammelt haben. Wir waren also schon 10 Stunden lang unterwegs, sind dann nochmal 3 Stunden bis in dieses scheiß Dorf gefahren halt. Also es war, ich habe ihm ja gesagt, wenn das nicht das schönste Dorf ist auf diesem Planeten, kriegen wir beide ein Riesenproblem. Und dann fährt man halt von Bratislava wirklich noch 3 Stunden durch die Nacht halt und dann irgendwann geht's Wald und es wird immer steiler und Klippen und man fällt irgendwie fast von der Seite und ich dachte mir, oh mein Gott. Und dann kommt man über diese Kuppe und man fährt in dieses alte Bergbaudorf halt, was total schön romantisch beleuchtet ist. Und ich habe mich halt selbst dafür gehasst, dass ich es halt super, super schön fand. Und alle fanden es toll halt. So. Und aber dann letztendlich, ja, dann haben wir da am nächsten Tag gedreht. Und ich musste dann die Schauspieler auch noch abholen, die auch nach Bratislava kamen. Also es hieß. Geflogen sind, noch, ne? Genau, ne?
Und bin dann da nochmal 150 Kilometer hin und wieder 150 Kilometer zurück. Also das ist der totale Wahnsinn eigentlich. Wo die da auf der Mauer sitzen quasi und dann den Gary auslachen wegen dem Döner. Die sind quasi direkt vom Flughafen gekommen, wurden da vorgefahren, sind ausgestiegen und mussten sich da hinstellen. Die haben die Szene gedreht. Und haben einen Döner gekriegt. Haben einen Döner gekriegt, ja. Nicht anders als lachen. Haben einen Döner gekriegt, ja. Und das Lachen ist ein echtes Lachen, oder? Nee, das ist, die kann das, die Frau. Nein, ich meine, also die Situation ist ja völlig absurd. Nee, das hat sie schon bewusst gesetzt, dafür ihre Figur. Das ist bewusst. Das war kein zufälliges Lachen. Das hat sie auch in jedem Take gemacht. Also, wie viele Takes habt ihr gedreht? Ich glaube, 2, 3. So. Das ist auch war ziemlich schnell, ja. Ist auch direkt meine nächste Frage. Wir standen nebenbei, das war halt so ein schönes Panorama. Wir hatten natürlich keine Drehgenehmigung für irgendwas. Da sind einfach hingefahren, haben gedreht. Wir standen halt da mitten auf einer richtig befahrenen Straße mit der Kamera, meine ich. Ohne Blocker. Ohne Blocker und deswegen mussten wir immer abpassen, wo man gerade frei genug war. Dass keiner stirbt halt. Dass keiner stirbt, ja. Das wäre halt schlecht gewesen. Dieses Manifest von Axel Reinisch oder dieses Mumblecore, du hast es vorhin gesagt, Improvisation, dokumentarischer Stil und Teile eben geschrieben. Wie arbeitest du? Machst du viele Proben und dann wenig Takes oder machst du viele Takes und wählst dann aus und schneidest? Ich probe nie, weil Proben immer, weil man dann Angst hat, dass irgendwas ganz Tolles passiert, was du so nicht wiederbekommst. Du drehst immer direkt? Ich drehe immer direkt, das habe ich von Axel gelernt. Ich schreibe die, also in diesem Film haben wir die Dialoge halt nicht geschrieben. Da gab es halt so ein Treatment von 7, 8 Seiten mit allen Szenen drauf, mit dem Konflikt der Szene, was grob passiert, aber die Dialoge waren alle quasi improvisiert am Set und erarbeitet mit den Schauspielern vor Ort. Und das war ganz wichtig auch für die Arbeit, weil irgendwie wir hinterfragen halt beim Dreh immer noch mal jede Szene neu, stimmt das denn überhaupt noch so? Und manchmal ändern wir eine Szene auch komplett um 180 Grad und die bekommt einen ganz anderen Ausgang, als es im Buch war, weil wir halt durch die Reise des Drehs schon gemerkt haben, dass die Figur doch anders ist. Ja. So, ich meine, ich habe die Rolle für Victoria, für Daniel und für Alexander geschrieben, jeweils, also für die drei Hauptdarsteller. Und trotz allem, wenn man sie dann in den Rollen sieht und wenn sie dann wirklich das spielen, sie machen es immer anders, als man sich vorgestellt hat, was auch gut so ist. Also ich will auch ein bisschen überrascht werden, aber man muss es halt dann spielerisch aufgreifen, wenn etwas anders ist, als man sich vorgestellt hat teilweise. Und gibt es Vorgaben, auf die du bestehst? Also Dinge, wo du sagst, nee, ich möchte jetzt aber nicht, dass du das so sagst, sondern ich möchte, dass du sagst, du Rebell, oder dass du hier die Zunge raussteckst, egal. Ja, ja, gibt es Sachen, die ich fordere. Zum Beispiel bei der Schlussmachszene mit dem Freund, wo sie ihm das so ganz klar unverschnörkelt sagt und ziemlich hart. Weil der erste Take von und auf das zweite und der dritte, wo ich dann schon gesagt hatte, mach es. Auf den Punkt, hat sie jetzt angefangen mit solchen Floskeln um die Ecke zu kommen, es liegt an mir, nicht an dir und dem, was man wahrscheinlich im wahren Leben machen würde, aber es hat ich wollte für die Figur in der Sekunde etwas sehr Klares und Ehrliches und also auf den Punkt haben. Ja. Und ja, das habe ich dann gefordert. Victoria hat das auch dann irgendwann gemacht. Die Intention bei diesem Film war, ein Gefühl zu verfilmen, dass etwas nicht stimmt, hast du mal gesagt in einem Regiestatement. Mhm. Das stelle ich mir unglaublich schwierig vor, weil dass etwas nicht stimmt, ist ja schon vage genug. Wie verfilmt man sowas? Ja, in einem vagen Film. Nein, ja, es ist aber etwas, witzigerweise, was mich ständig begleitet in meinem Leben. Also nicht als Filmemacher unbedingt. Als Filmemacher treffe ich ganz viele Entscheidungen. Wir haben jetzt 4 Spielfilme in 5 Jahren gedreht. Das heißt also, ich treffe ständig Entscheidungen, die irgendwie Konsequenzen haben. Mhm. Und das ist in Ordnung. Und man schreitet irgendwie so schnell voran. Aber in meinem Privatleben hinterfrage ich dann doch oft sehr lange und bin dann sehr lange, bis ich überhaupt handle. Und das ist etwas, also das ist etwas, was ich selbst aus meinem Leben wirklich kenne. Also dieses ständige Gefühl oder hinterfragen, bin ich hier richtig gerade. Ja, also die Frage, die hier jeder kennt, ne? Wer bin ich, oder etwas komplizierter, das muss ich tatsächlich ablesen, weil es so kompliziert ist, habe ich mir ein falsches Bild von mir gemacht, dem ich jetzt nicht mehr entspreche? Naja, die Frage ist halt, dass es gibt dieses Bild, was man gerne isst und was man wirklich braucht. Das ist halt so die Differenz, mit der wir meistens hadern, glaube ich, so, weil man wäre ja gerne vielleicht so und so, aber man braucht vielleicht was ganz anderes, um glücklich zu sein, wirklich, wenn man ehrlich ist. Und das sind die Sachen, ja. Ja, und Charlie ist ja jetzt so eine Figur, die in Ermangelung von Entscheidungen einfach
hängen bleibt. Sie sitzt da unter der Landkarte und verfolgt die Reise ihrer Freundin mit dem Bindfaden. Und am Ende geht Gary seinen Träumen nach und wird vielleicht sein Kochbuch schreiben. Und auch da bleibt sie wieder da. Der Unterschied ist nur, am Anfang ist es ein Sehnsuchtsbild und am Ende sagt sie, ach, ich finde es eigentlich ganz cool hier. Ja, ich weiß nicht, wie das Publikum das Ende jetzt empfunden hat. Also es ist halt, dass es mit, ich glaube, hätte ich den Film mit Mitte 20 gemacht, wäre sie im Auto drin geblieben. Und ich glaube halt, das wäre eine, hätte sich dann so angefühlt wie eine Verschiebung der Probleme einfach, ein Wegschieben der Probleme, weil die Probleme, es gibt manche Probleme, die nimmt man halt überall mit hin. So, und ich glaube auch, egal wo Victoria hinfahren würde oder Charlie, besser gesagt, diese Probleme, die sie hat, wird sie überall mit hinnehmen. Also das ist etwas anderes. So. Und sich selbst in den Raum zu nehmen, für sich selbst erstmal klar zu bekommen, okay, was mag ich nicht? Okay, ich mag meinen Job. Ja, okay. Also ich muss das nicht alles killen, aber ich brauche vielleicht noch Freiheiten woanders. Das ist, finde ich, das ehrlichere Happy End für die Figur. Ja, und sie trifft dazwischendurch ganz entscheidende Entscheidungen, also ganz lebensbestimmende. Also sie entscheidet sich, kein Kind zu kriegen, sie entscheidet sich, die Beziehung zu beenden, und sie entscheidet sich quasi für das, was ihr an Leben dann auch bleibt. Das ist ja eine sehr positive Haltung. Ich bin froh, dass es nicht geendet ist, dass sie im Auto sitzen bleibt, weil das ist doch fast ein Klischee. Das ist ja so ein On-the-Road-Klischee. Ja, aber es ist ein Klischee, was man auch manchmal so fühlt. Also ich hatte auch ein paar Leute, die dachten, scheiße, weil die selbst für sich auch geträumt hätten, sie würden auch gerne jetzt wegfahren. Also es ist halt, glaube ich, auch immer mit der eigenen Lebenslage so ein bisschen verknüpft. Ich weiß es nicht. Aber für mich war klar, dass sie am Ende nicht wegfährt. Und für mich und Victoria war vor allen Dingen klar, als wir die Rolle besprochen haben, dass wir nicht irgendwie, dass sie jetzt einen anderen Typen brauchen. Auf einmal ist alles wieder gut. Also dass ihr Glück nicht von einem anderen Typen auch abhängt unbedingt, sondern dass es mehr aus Charlie herauskommt. So, das war mir wichtig, das war Victoria wichtig. Ich wollte gerade sagen, das war ziemlich weit vorher schon auch von dir ein festgelegtes Parameter, halt, dass wir auf jeden Fall nicht erzählen wollen, halt, ihre Lösung ist ein anderer Typ. So, sondern das kann es halt nicht sein. Halt. Und dann spielt man halt einfach jetzt damit. Genau. Also in allen drei Filmen, Liebe mich, Luca tanzt leise, Rückenwind von vorn, geht es primär um Frauen und es geht um die Entwicklung von Frauen oder was Frauen machen wollen. Also es geht es sind Menschen und es geht um die Entwicklung von also ich weiß nicht, ob das jetzt so anders ist. Also ja, aber nein, die Hauptfiguren sind Frauen. Ja, einmal. Ja? Also du erzählst quasi nicht von dir. Das stimmt so überhaupt nicht. Das stimmt so gar nicht. Also es ist so, erstmal bin ich natürlich als Schreiber in allen Figuren drin und die Probleme, die meine Figuren durchlaufen, abgesehen jetzt mal von mit der Schwangerschaft, sind das durchaus Probleme, die auch durchaus in meinem Leben auftauchen. Also an Luca geht es um Depression primär und Depression ist etwas, was ich definitiv auch kenne. Oder liebe mich, das geliebt werden zu wollen und das sind Themen irgendwie natürlich, also das ist glaube ich geschlechtsunabhängig, aber ja, ich erzähle jetzt über drei Frauen in diesem Fall, aber weil auch diese Figuren jeweils durchaus auch inspiriert worden sind von wahren Menschen in meinem Umfeld, die mich sehr bewegt und berührt haben, und ich sehe diese drei Filme irgendwie auch als drei Liebesbriefe an diese Person. So, das ist aber ich würde halt eben sagen, dass die Konflikte der Figuren nicht unbedingt jetzt nur für Frauen relevant sind. Nee, das habe ich auch nicht gemeint. Also deswegen würde ich sagen, dass ich da durchaus mit drin bin. Also ich würde das nicht so unterschreiben. Nein, du hättest natürlich, die Erklärung ist ganz schön, das Liebesbrief an diese Frauen. Du hättest auch männliche Figuren nehmen können, die dir in vielen Dingen einfach näher gewesen sind. Naja, ja, das stimmt. Aber ich fand zum Beispiel auch spannend hier, dass im Film hat man oft das umgedreht an sich, dass die Frau unbedingt ein Kind will und der Mann hat keinen Bock. Und ich fand das ganz schön, auch ein bisschen mit den Genderrollen ein bisschen zu spielen. Durchaus. Also das hier umzudrehen, dass der Mann so dermaßen darauf besessen ist, jetzt ein Kind zeugen zu wollen. Und ja. Und das gibt's ja auch. Also gibt's ja auch, ja. Du hast eine Menge Musikvideos gemacht. Habt ihr die auch zusammen produziert? Nee. Nein. Nee, das ist mein Seitenhobby. Ich habe damit dran rumgewerkelt halt hier und da. Olli muss Effekte machen. Auch hier, Olli hat hier ganz viele Effekte gemacht, die man nicht sieht in dem Film. Am Anfang der Shot, der Strand, der war voller Menschen. Ach. Also der Olli hat ganz viel... Degradiert. Hat die Menschen weggradiert am Anfang am Strand. Olli hat teilweise ein festgemachtes Mikrofon am Rücken von Victoria, wo sie ihre Hände so wegstreckt, was man so richtig voll im Bild gesehen hat, rausretuschiert. Nummernschild. Nummernschild, ja. Also Olli hat ganz viele Effekte. Es gibt
ist egal, andere Geschichte. Ja, ist eine längere Geschichte. Es gibt viele Effekte in dem Film, die man gar nicht sieht. So, also das ist für einen Low-Budget-Film ein effektlastiger Film. Ja. Das ist in der Tat, Reparaturen sieht man nicht. Urs, dachtest du, wir haben in Liebe mich den Roller wirklich angezündet? Geklaut. Ach so, ja, das war Plan B. Das wäre Tom. Also von wegen Seitenhobby. Also ich mag diese Musik, die du bebildert hast, Kapelle Petra, Palomat, deutsche Indie-Bands, Indie-Indie, die man auch nicht so wirklich überall kennt. Aber wenn man sie mal gehört hat, wiedererkennt. Und zwar, weil sie hintersinnig witzige Texte machen. Ist dir das wichtig, die Texte? Oder hättest du auch für Mainstream? Also ich... Nein, ich würde natürlich Nein sagen, wenn Lady Gaga ein Video von mir will. Absolut, die Million kann ich nicht gebrauchen. Ja. ist eine Mischung. Diese Videos da sind halt eine Mischung teilweise aus Musikern, die ich wirklich mochte und eben Auftragsarbeiten, so für Universal teilweise auch gewesen und also einfach auch ein Job, den ich natürlich auch sehr ernst nehme und auch mal ein bisschen Arbeit da machen will, aber es bei den Sachen, die ich halt dann so eher als Freundschaft mache, verlange ich dann auch schon, dass ich mich als Künstler mehr einbringen darf. Das ist auch bei Da Blechhaufen auch Freunde? Die sind dann Freunde geworden, wirklich. Also die haben ein anderes Video gesehen, sind auf mich zugekommen und das Budget war jetzt nicht so hoch, aber ich durfte mich halt austoben und die haben mich machen lassen. Das fand ich schön. Das war angenehm. Die waren toll. Und verbinden, also die Bands, die da erwähnt werden, haben alle witzige Texte. Ja, haben alle einen Sinn für Humor teilweise. Das ist ganz schön. Das macht es gut. So, ja. Ja, die Musikvideos halt, ich habe jetzt auch länger keins gemacht, ich drehe jetzt gerade eins für Dota Care, das ist eine deutsche Singer-Songwriterin und die ist ganz toll, die hat auch einen Song hier drin gehabt in dem Film, Rennrad, da wo sie da über den Karneval der Kulturen quasi tanzen, Charlie und Gary und mit solchen Leuten arbeite ich unheimlich gern zusammen, weil die auch sind auch kreativ und die sind uneitel und die haben einfach Lust, was zu machen und generell kann ich das für unser ganzes Team sagen an sich, dass da keine, es gibt bei den Schauspielern keine Egos und es gibt auch, ich lasse mein Ego auch zu Hause und es gibt nicht das Genie am Set und wir suchen halt wirklich und haben an sich meistens einen ganz guten Umgangston miteinander, oder? Meistens, ja. Meistens, ja. Manchmal, ja. Nein, das ist halt, also Philipp ist ein ganz großer, Philipp hat ein unheimlich, das sage ich von meiner persönlichen Meinung, die hat er jetzt nicht wirklich jetzt auch von mir jetzt gerade mal in der Seite gehört, aber es gibt halt Leute am Set halt, also Filme machen ist halt ein Mammutprojekt. So, der Regisseur ist sehr, sehr früh dabei und ist sehr, sehr lange nach den Dreharbeiten noch dabei. Das verzehrt unheimlich viel Kraft. Und die Leute, die darin brillieren oder die dann halt das irgendwie durchziehen können, sind meistens halt auch sehr, sehr starke Persönlichkeiten am Set dann durchaus. Und das ist Philipp halt. Und er verfolgt da seine Vision und mal wird die durch umarmt und dann wird die mal durchgeprügelt. So. Und wenn sie mal durchgeprügelt wird, dann laufe ich meistens immer hinterher halt und heb die Scherben auf und sage, na, der meint das gar nicht so, hast du gut gemacht. So. Und aber das passiert, aber nichtsdestotrotz ist am Ende des Drehs oder auch immer nach diesen kurzen Phasen, es ist immer klar, wir machen hier gemeinsam was und wir sind alle gerne hier und wir mögen uns, wir stemmen diese Sache zusammen. Und das merkt man halt die ganze Zeit. Und das ist auch der Grund, warum wir die Leute immer wieder kriegen. Mhm. Vielleicht auch mal kurz gesagt, unser Team ist wirklich klein hinter der Kamera. Wir sind mit vier, fünf Leuten hinter der Kamera. Immer dasselbe Team? Es hat sich jetzt so gefunden jetzt bei den letzten zwei, drei Filmen. Kern. Ja, so ist so ein Kern. Also Kamera ist ein Tonmann und eben Olli und ich, das ist es, mehr nicht. Wir haben keine Maske am Set, außer wir haben Effekte, wie dieser blaue Fleck oder sowas. Und wir haben auch Kostüm wird vor zusammengestellt, vor den Dreharbeiten von der Kostümbildnerin, die ist nicht am Set. Das heißt also, wir halten das Team wirklich ganz, ganz klein und intim. Wir haben auch nicht viel Technik. Jeder ist irgendwie auch wird halt mit in die Verantwortung genommen. So, also jeder muss mit um die Ecke denken und die Schauspieler. Genau, die Schauspieler sich selbst. Wenn wir einen neuen Take machen, bringen die Schauspieler selbst alles wieder auf Anfang oder genau. So. Also alles irgendwie, jeder packt mit an. Und Continuity Girl. Nein. Gott, nee. Nein, das ist also bei unserem letzten Film halt auch eine großartige Schauspielerin, Stella Hilp, halt hat einfach zwischendrin noch mal Aufnahmeleitung gemacht. Halt. Gesagt, so Leute, jetzt sind wir wieder auf Anfang und so, ja, okay, alles klar, wenn Stella das sagt. Ja. Na, also das sind Momente halt, aber. Ja, aber es ist halt, es macht uns halt unheimlich schnell und flexibel.
So, also das ist halt, also wenn man normalerweise bei größeren Produktionen dann durchaus die Schauspieler echt mal ein paar Stunden Wartezeit haben, bis eingeleuchtet ist und dann muss es schnell gespielt werden, weil Zeit, 10 Minuten, 15 Minuten gedreht und dann drehen sie sich um, dann ist wieder Wartezeit. Das ist bei uns halt, es gibt keine Wartezeiten. Es gibt kein Licht. Es gibt kein Licht, nee. Wir haben eine Lampe, das kann man nicht bezeichnen, das ist Aufhellung. Gerade bei Rückenwind hat Victoria Schulz halt, die Hauptrolle spielt, halt auch gesagt, halt, es ist Wahnsinn halt, wie viel man spielt am Set bei uns halt. Also dass man halt nicht dieses 2 Stunden warten hat, dann 10 Minuten spielen, sondern man spielt halt von den 8 Stunden. Wir haben auch humane Tage in den meisten Zeit, aber wenn wir 8 Stunden, 9 Stunden da vor Ort sind, davon werden 6 Stunden gespielt. So. Und an sich mögen das auch unsere Schauspieler halt irgendwie. Das ist ja, ja, die finden das toll. Ja. Ich meine, auch der Kern dieser Mumblecore-Bewegung ist ja, dass man vorgefundene Sets benutzt. Also diese Schulklasse, die hast du halt wahrscheinlich nicht ausgestattet, sondern die war so mit den Bildern an der Wand und was weiß ich. Nee, mit der Schulklasse haben wir einen Deal gemacht, weil natürlich mit Kindern, das ist immer heikel und normalerweise, wenn du da mit Drehgenehmigung rangehst, mit einer richtig großen, dann kommt da richtig was auf. Also wir haben quasi einen Workshop mit den Schülern gemacht. Wir waren einmal einen ganzen Tag da und haben den quasi Film, wir haben mit dem Kurzfilm gemeinsam gedreht, die haben Kamera gemacht, wir haben mit dem was geschnitten und dafür standen die uns dann quasi eine Doppelstunde zur Verfügung. Also alle Szenen mit den Kindern in der Schule hatten wir genau 70 Minuten Zeit zu drehen. Genau. So. Aber im Endeffekt natürlich haben wir den Klassenraum nicht präpariert, sondern genau. Und der Rest ist das, sind die, du sagst, du hast keine Maske und nur wenig Kostüm. Das heißt, die Leute kommen in ihren Altersklamotten. Nee, wir haben Kostüm, aber eben das wird vorher zusammengestellt, vor dem Dreh. Also wir haben am Set kein Kostümbild. So, das müssen die Schauspieler selber verwalten. Philipp trifft sich halt sowieso ja, bevor wir drehen, halt mit den Schauspielern und spricht nochmal im Klein-Klein eigentlich halt über die Rollen, wo die Rollen herkommen. Auch vieles, was man halt kann, was wir nicht drehen, sondern halt, was eine Backstory ist und so. Und Fragen, die Schauspieler haben. Und parallel in diesem Prozess wird auch das Kostüm entwickelt. Wenn ich proben lassen würde, was ich schon mal gemacht habe, dann würde ich immer Szenen drehen, die nicht im Drehbuch drin vorkommen. Also Szenen, die davor spielen, dazwischen oder danach spielen. Aber niemals Szenen, die wir an sich drehen wollen, für den Film. Und was bei Impro halt für mich in der Impro-Arbeit immer total wichtig ist, halt eben möglichst die Figuren klar zu haben mit meinen Schauspielern, dass halt die Impro dann auch, wenn was Unerwartetes passiert, immer noch die Victoria als Charlie reagiert und nicht als Victoria. Weil Victoria würde anders reagieren als Charlie durchaus in vielen Punkten. Und deswegen treffe ich mich halt sehr viel mit meinen Schauspielern vorab und wir reden viel auch über unsere eigenen Erfahrungen, Beziehungen und warum macht man manche Dinge und bauen uns quasi auch eine Vorgeschichte, okay, wie ist sie da hingekommen, dass sie jetzt die Pille heimlich nimmt, wie ist das passiert. Wir bauen uns quasi Sachen zurecht, die im Film gar nicht ausgesprochen werden, aber die dann trotzdem da sind für die Schauspieler auf Abruf. So, und das ist einfach die Vorarbeit für Impro, für uns so. Ist das dein Prinzip? Hältst du daran fest? Also willst du weiter Filme machen mit einem großen Impro-Anteil? Ja, wir hatten beim neuen Film, der jetzt Premiere hat, hatten wir wirklich ein komplettes Drehbuch mit geschriebenen Dialogen. Und trotzdem haben wir improvisiert. Und ich hatte echt großen Schiss, dass es mir die Impro kaputt macht, wenn die Texte schon mal geschrieben sind irgendwie und alle sie gelesen haben. Aber es war genau das Gegenteilige, witzigerweise, am Set, weil wir haben fast keine der Dialoge gedreht, die im Drehbuch standen, aber die Impro war noch viel fokussierter und noch viel zielgerichteter und es hat der Impro geholfen, würde ich fast sagen. Aber es ist auch die Art, wie ich Filme mache. Also was jetzt Tom Lass macht zum Beispiel, was ich bei ihm sehr liebe, ist halt diese komplette Freiheit, die komplette Anarchie und es kann alles passieren, also jeder gegebenen Sekunde. So könnte ich keinen Film machen, weil ich immer schon weiß, auch irgendwie, wo man Film ungefähr hinführen soll. Mhm. Und deswegen, also es gibt da kein richtig oder falsch. Ich kann nur sagen, ich für mich selber brauche es halt zum Arbeiten, dass ich weiß, wo die Geschichte hingeht. Genau, das ist ja auch, also das ist ja auch jetzt bei uns halt unsere Art und Weise, wie wir mit Impro umgehen und wie wir das im Film benutzen halt. Tom arbeitet ganz anders, Jakob Lass arbeitet wieder anders halt, Axel arbeitet anders. Ja, das ist Impro halt, also jeder arbeitet da so irgendwie mit. Genau, jeder hat so also seinen Weg gefunden halt oder sucht noch oder entwickelt. Und wir ändern das von Film zu Film fast, also. Wir üben noch. Wir hoffen uns zu entwickeln. Ja, ihr übt aber sehr erfolgreich. Luca tanzt leise lief im Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken. Rückenwind lief auf der Berlinale, der nächste wahrscheinlich in Cannes. Ja, nicht jetzt in München. Das ist leider keine Steigerung mehr nach Berlin. Das München Filmfest ist schon ein Ritterschlag trotz allem. Das Programm hat schon einen sehr guten Ruf in München, das neue deutsche Kino. Dementsprechend sehen wir es nicht als ist es vielleicht keine Steigerung, aber es ist auch kein Abstieg auf jeden Fall. Also ich glaube, international Berlinale ist was anderes nochmal als München wahrscheinlich, aber für Deutschland ist München auch sehr relevant und sehr wichtig. Und wir
fühlen uns sehr wohl, da zu laufen. Und ja, international, klar, aber das damit kannst du ja nicht planen. Ich meine, in Cannes werden jedes Jahr 9000 Filme eingereicht und die zeigen 200. Und davon ist die Hälfte wahrscheinlich schon unter der Hand vorher besetzt und wenn nicht sogar noch mehr. Und wir fallen jetzt gerade in so ein Loch für uns selber, weil wir haben jetzt diese 4 Filme in 5 Jahren gedreht und haben irgendwie die 4 großen Festivals in Deutschland gehabt. Hofer Filmtage, Max Ophüls, dann Berlinale, jetzt München im selben Jahr. Jetzt fällt beim 5. Film, der nächste Film wird der 5. Film, das heißt, oder der 4., je nachdem, wie man die Längen zählt. Da fängst du dann übernächste Woche mit an. Würde ich gerne, ich habe gerade keine Ideen. Gott sei Dank. Ich glaube, ich muss erstmal wieder ein bisschen leben, um Stoff zu bekommen. Und ich habe natürlich auch 3 Jahren, ich habe jetzt 3 Jahre, 3 Filme, Spielfilme gedreht, ich habe null Privatleben natürlich, also alles, was ich an Privatleben hatte, ist in Flammen aufgegangen in diesen 3 Jahren irgendwann. Und eigentlich wollte ich jetzt schon dieses Jahr dafür nutzen, weil ich wusste, wir drehen dieses Jahr nicht. Und jetzt war ich das erste Halbjahr nur auf Kinotour mit dem Film und war in Mexiko und war jetzt irgendwie dann durch Deutschland, durch die Städte. Und dann, also ich habe immer noch kein Privatleben aktuell, aber ich plane es für 2018, die zweite Hälfte. Wie schließt sich denn der Film, also der jetzt in München laufen wird, an Rückenwind und Luca an? Gar nicht, das ist der Punkt. Gar nicht. Das ist eine Trilogie, die ist abgeschlossen hiermit. Und das sind eher so drei Porträts von 3 Figuren. Und die 3 Filme holen auch den Zuschauer nicht wirklich ab. Also das heißt, man muss sich schon darauf einlassen auf die Figur. Und je nachdem, wie sehr du was mit der Figur anfangen kannst, bist du mehr drin oder nicht. Aber der Film gibt dir auch nicht sofort am Anfang die Problematik vor, worum geht es nun richtig genau im Klaren. Nee. So, also das ist so eine Sache halt. Und ich habe immer gedacht, warum, weil es ist immer im Schnitt dann sehr hart, das dann so teilen, dass man es irgendwie noch dran bleibt. Und der Schnitt von Rückwind war sehr hart. Es gab sehr viele Seitenhandlungen mit Gary, mit der Oma noch, mit Alexander, also mit dem Marco. Die sind alle rausgeflogen. Also es gibt ganz viele Seitenhandlungen, die komplett raus sind. Der erste Cut, der Film geht jetzt 76, 77 Minuten. Die erste Schnittfassung war 120. Und da ist einiges raus. Also aber 120 wäre ja jetzt auch nicht unüblich gewesen. Also für die Art. Vielleicht für die Art von Film. Es ist ganz witzig, dann doch einfach, was dann so den Flow zerstört. Die Szenen an sich alleine waren teilweise. Wir haben die witzigste Szene im Film rausgeschnitten und das hat uns sehr das Herz gebrochen. Und wir haben eine der teuersten Szenen rausgeschnitten, bei Luca Tanz leise und auch hier mit der Wohnungsbesichtigung, weil sie den Flow des Films gestört haben, weil es dann irgendwie nichts Interessantes Neues gab oder weil es halt irgendwie eine Doppelung war, so viel dann an einer Stelle. Man braucht es halt nicht. Und genau, und ich habe mich halt gefragt, warum meine, alle meine 3 Filme immer in diese selben Fallen reintappen, die wir dann im Schnitt kurieren müssen, so ein bisschen. Und das war eben, das ist ja ein Lernprozess einfach. Also Analyse, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und deswegen, der 4. Film unterscheidet sich daher, dass er in den ersten 3 Minuten unheimlich klar macht dem Publikum, worum es geht. Und dass das Problem klar ist. Und dann kann man sich dann anfreunden, ob man den Film weiterschauen will oder nicht. Aber es ist halt, es geht halt viel schneller rein. Und das ist klar. Aber ich hole den Zuschauer von 10.1 an ab. Also worum es geht. Der zweite Satz, ja. Ja. Und der Film läuft wann? Nach München, wann hat er Start, Kinostart? Ach Gott, mit dem Kinostart lassen wir uns jetzt ein bisschen Zeit. Ich meine, wir haben Rückenwind direkt nach der Berlinale ins Kino gebracht, zu glorreichen Zuschauer, sage ich jetzt mal nicht. wir werden den Festival-Zirkus ein bisschen länger beleben mit dem anderen Film, ganz ehrlich gesagt. Ja, wir würden ein bisschen touren wollen. Das wäre ganz cool. Ja. So, auch wieder hier gerne hinkommen, keine Ahnung. Vielleicht nicht im Sommer, eher im Winter. Willst du den Titel sagen? Nee, sag ruhig. Nee, Olli Urs meinte, so ein Titel sein. Ja, mach mal. Soll ich ihn sagen? Ja, natürlich. Kim hat einen Penis? Ja. Genau. Das hilft jetzt allen weiter hier gerade. Alle wissen, ist das die Problemlage, wo der Zuschauer mit abgeholt wird? Für Kim ist es kein Problem. Für den Freund. Für den Freund halt, ja. 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 Der wird polarisieren, der Film. Ach, glaube ich nicht. Wir müssen ja eh noch 2 Jahre drauf warten. Insofern können wir da ganz entspannt uns zurücklehnen. Wir wollen das jetzt einfach mal öffnen für Sie. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie sich jetzt gerne an die beiden wenden. Dann komme ich mit dem Mikro zu Ihnen. Ja, und ganz hinten geht's direkt los. Geht es so? Also, erstmal grundsätzlich fantastisch.
Also, Ihnen gehen bestimmt keine Ideen aus. Sie sind der Film, Ihr Partner ist Ihr Komplementärfaktor oder umgekehrt. Sie werden schon in den nächsten Tagen wissen, was Sie machen. Also ich sage das mal voraus, Sie sind exzellent, beide natürlich. Was ich besonders gut finde, weil ich bin ja Arzt, der Arzt war so genial. Also, dass ein Arzt zugibt, das hat mich noch keiner gefragt. Das ist schon sehr elegant und auch richtig. Er konnte nicht darauf antworten. Wenn Sie das gemacht hätten, also ich glaube, ich hätte das völlig abgelehnt. Aber er hat sich völlig richtig verhalten. Danke dafür. Das bedeutet mir gerade ganz viel, weil ich sah schon mal in der Vorstellung, da war auch ein Arzt und der hat mich dafür, also der meinte, das war schon der Satz zu viel, dass er das hätte nicht sagen dürfen. Es war genau richtig. Weil ich habe mir überlegt, es war ja auch, das Besondere an dem Film ist, dass wir etwas Älteren auch mal dran kommen, dass der Tod eine wichtige Rolle spielt. Und diese Würde, die diese Frau bewiesen hat, und auch die Würde ihrer jungen Darstellerin, dass sie die Frau sterben lässt, das fand ich ganz toll. Also auch, wie gesagt, das Gespräch zwischen dem Arzt, auch so die Stellung, er hat sich nicht verschanzt, er war quasi ihr sehr nah. Also exzellent gemacht. Das gebe ich weiter an den Schauspieler. Bitte, ja. Der hat auf einer ganz tollen Eliteschule Ernst Busch studiert, aber witzigerweise davor war er 2 Jahre lang Medizin studiert. Also, Da hat er doch, da hat er ein bisschen geschnuppert, weil es gibt ja solche und solche und es gibt ganz scheußliche Gesprächssituationen, aber diese habe ich jetzt besonders gut gefunden und wie gesagt, der Tod musste auch rein, weil das gehört zum Leben dazu. Da kann ich vielleicht mal kurz eben ausholen, noch mal kurz zu der Oma. Aber manchmal spaltet es das Publikum, was dann da passiert. Das ist okay. Ich habe schon Situationen gehabt, wo das ganze Kino untereinander diskutiert hatte. Dann ich gar nicht mehr diskutieren musste mit, sondern das Kino hat untereinander die Argumente zugeschmissen. Pro, Contra, Pro. Ich habe es reingeschrieben. Ich kam, als ich das geschrieben hatte, aus dem Schock bei meiner Familie raus. Meine Oma hat innerhalb von 6 Monaten 30 Kilo abgenommen und war aber auch nicht bereit, zum Arzt zu gehen, hat sich komplett geweigert, dicht gemacht, zugemacht, so wie halt das ist, so störrische. Und als wir sie dann zum Arzt hatten, wir dachten, oh mein Gott, die stirbt uns jetzt, das ist letzte Weihnachten, das ist jetzt Krebs. Oder dann hieß es auf einmal, es ist nur ein Magengeschwür. Okay, wir waren alle so erleichtert und toll und das war Gott sei Dank. Dann habe ich diesen Film geschrieben und wir haben die Szene gedreht und ich sitze im Schnitt und meine Mutter ruft mich an, Oma hat Krebs, Magenkrebs, genau den Krebs, den wir im Film haben. Und ich konnte die Szene dann auch nicht mehr schauen und nicht mehr schneiden. Also mein Cutter hat die quasi lange Zeit dann, wir waren schon recht weit, aber dann, ich habe die Szene nicht mehr angepackt, weil das dann zu nah an meinem Leben dann der Sekunde dran war, weil meine Oma auch eine sehr wichtige Figur in meinem Leben ist. Also mein Vater ist gestorben, da war ich 2 Jahre alt und also meine Mutter, meine Oma haben mich quasi großgezogen. Und was dann auf jeden Fall passiert ist, also meine Oma hat die OP überstanden, ihr wurde der komplette Magen entfernt, die hat keinen Magen mehr. Aber sie ist jetzt 87, ist jetzt 2 Jahre her, diese OP, und es geht ihr noch gut, soweit. Ich höre jetzt mal auf. Also, wie gesagt, fantastisch. Und in den nächsten Wochen werden Ihnen die Ideen zurückholen. Vielen Dank. Mich würde auch interessieren, du hast das Wort Flow gebraucht. Das ist wichtig für dich im Schnitt, hast du gesagt. Mhm. Ist das was Musikalisches, was Rhythmisches oder ist das vielleicht was noch Größeres? Weil was German Mumblecore, finde ich, immer auszeichnend ist ja eben, dass es genau so was so Echtes, so nah am Leben Gefühl beinhaltet. Kannst du das ein bisschen erklären, was es für dich bedeutet? Auf was Musikalisches, vielleicht würde mein Cutter das sagen, ja, ich weiß es nicht, es ist auf jeden Fall etwas, was ein Film dann braucht oder wie viel ein Film von etwas braucht. Also wie viel Gary Victoriaschen brauchen wir? Wir brauchten gar nicht so viele, wir haben viel mehr gedreht, wo sich das so anbahnt. Und das ist aber immer eine Sache, die sich immer im Schnitt findet. Also ich glaube immer beim Schreiben, wir brauchen viel mehr und wir drehen auch viel mehr, wobei wir da schon recht gut mittlerweile sind. Ich glaube, beim letzten Film haben wir fast gar keine
Nee, wir haben wenig. Wir haben einiges rausgeschnitten, aber wir werden besser da drin. Wir lernen. Es ist halt ein großer Diskussionspool bei uns im Schnitt halt. Da reden, also das sind halt. Bei Rückenwind waren es halt ein Hauptcutter, ein Nebencutter halt praktisch und dann halt Philipp natürlich, der dabei ist halt und ich war, bin auch nochmal mit dazugekommen und man hat dann so eine Meinung und da muss man muss halt argumentieren. Es hilft halt nicht zu sagen, ich will das aber so. Wenn man es nicht begründen kann, dann ist es meistens schon das erste Anzeichen dafür, okay, vielleicht hat man doch nicht recht. So und das ist dann halt sehr, sehr frustrierend, wenn man dann halt als Produzent irgendwie am Telefon sitzt und man hat den letzten Schnitt edit gekriegt und man fand es vorher besser und man kann es aber auf Teufel komm raus jetzt nicht begründen. So, und man muss sich dann halt praktisch geschlagen geben, halt diese Dreierfront, die dann so grinsend auf der anderen Seite sitzt, so, ja, ne, sag doch. So, und aber das ist, das reibt sich halt und dadurch kriegt das Ganze halt so eine eigene Energie. Und halt, wenn man dann was begründen kann, dann es arbeitet halt einfach so. Mal kurz zu meinen beiden Cuttern, beide toll, aber der Daniel Stefan von den beiden, der fordert mich halt heraus und das ist gut, ich bekomme kein Ego mit ihm auf jeden Fall, das ist so, und ich muss sehr kämpfen und halt ich glaube, bei Liebe mich habe ich fast alle Argumentationen verloren, ich glaube, bei Rücken bin ich 50-50 rausgegangen. Ja, ich trotzdem dran, gefühlt verloren. Nein. Gefühlt nicht, also ich bin dran gewachsen, also durch den Konflikt, ich glaube halt, allein durch diese Reibung kommt man dann manchmal auf Ideen, die besser sind als die beiden Ideen, die wir haben, jeweils. Das ist auch passiert. Und deswegen, ich schätze das sehr, diese Reibung. Und das Gute ist halt, Daniel ist ein absoluter Star Wars Nerd. Der möchte Star Wars schneiden und Jurassic Park. Der möchte nicht meine kleinen Beziehungsfilme schneiden eigentlich. Und ich glaube aber auch genau deswegen ist er genauso richtig dafür, weil er schaut wirklich nur nach der Dramaturgie und er erlaubt mir nichts irgendwie mich, oh, die können auch noch eine Minute da auf dem Karneval der Kulturen feiern, ich mag das. Nein, 40 Sekunden reichen, Punkt, weiter geht's. Und ich glaube fast, wenn er halt einen Star Wars Film schneiden würde, hätte er viel zu viel Spaß, um einen Laserschwertkampf zu schneiden, den würde er halt länger schneiden, als er sein müsste vielleicht. Weil ihm das, also ich glaube, diese Distanz ist ganz gut, einfach als Argumentation. So. Ja. Ich wollte mich auch bedanken für den schönen Film. Danke. Er hat mich auf ganz vielen Ebenen berührt. Ich habe ihn jetzt zum dritten Mal gesehen, das erste Mal bei der Berlinale und fand ihn so toll innerhalb der Sektion. Und dann nochmal, als er hier beim Lichter lief und jetzt heute Abend zum dritten Mal. Wow, danke. Cool. Und er hat unglaublich viel Tiefe für mich. Ich war total überrascht bei der Berlinale beim Gespräch hinterher, dass so viel improvisiert ist und dass es nur dieses Treatment gab, 7-8 Seiten. Du warst in der Vorstellung, wo wir ein Gespräch hatten, ja? Weil die meisten, bei Berlinale ist es so, wir kaufen die Bühne und jetzt, oh, nächste Vorstellung, wir müssen alle wieder runter. Nee, das Glück hatte ich noch. Da war auch die Hauptdarstellerin vor Ort, genau. Also ich war sehr beeindruckt und habe ihn jetzt immer wieder gerne gesehen. Und was ich auch sehr sympathisch fand bei der Berlinale zum Beispiel, war, dass da mal ein, ich sag jetzt mal, unkonventioneller Lebenslauf abgedruckt wurde. Also das war so ein bisschen gegen den Strich, was man sonst liest, welche Filmhochschule besucht und so weiter. Bei mir stand, wo ich abgelehnt worden bin. Genau. Ja. Und was ich auch gleich zu Beginn des Films sympathisch fand, und da würde ich jetzt gerne eine Frage stellen, wie kommt es denn zu Von Oma gefördert? Da hat nämlich damals auf der Berlinale der Saal gelacht. Ach so, ja. Wenn die Credits erscheinen, meinst du bei Von Oma gefördert? Ja, ja. Also meine Oma, der Film hat jetzt hier 15.000 Euro gekostet und ich habe ja da keine reiche Million-Dollar-Oma, die mir meine Filme einfach so finanziert. Also die 15.000 kamen jetzt nicht wirklich von meiner Oma. Die kamen von unserem Verleiher vorab mit und auf jeden Fall ein Teil von uns. Und aber wenn man so als, man kommt aus dem Dorf, man geht nach Berlin, man will Filme machen und man ist so 19, 20 irgendwie, man sucht so seinen Weg und dann, man braucht halt so lange. Also es ist, ich habe meine ganzen 20er gebraucht, ich habe Musikvideos, Kurzfilme, Dokumentationen gemacht, mich zu finden irgendwie als Filmemacher und man lebt immer so am Existenzminimum so und dann gibt es halt Monate, da kommst du ganz gut durch mit irgendwie Nebenjobs und dann gibt es eben Monate, wo es halt nicht so gut läuft oder wo du eben mehr arbeiten musst für deine Videos und du hast keine Zeit noch nebenbei so viel zu machen. Und da kommt dann meine Oma und auch meine Mutter ins Spiel so ein bisschen, die halt dann eben mal bei einer Miete ausgeholfen haben oder eine Stromrechnung gedeckt haben. Und das sind Sachen halt, die haben es mir halt ermöglicht, überhaupt so lange dabei bleiben zu können, dass ich dann irgendwann meinen ersten Spielfilm machen konnte mit 30.
So, und deswegen ist von Oma gefördert so dermaßen richtig als unsere Produktionsfirma, weil ohne die Hilfe von zu Hause und auch der Glaube daran, dass ich das packen kann. Also das wurde irgendwie nie hinterfragt von zu Hause wirklich, obwohl ich nicht auf einer großen Filmhochschule war, auf gar keiner, und auch nicht die großen Festivalerfolge hatte mit meinen Kurzfilmen. Aber du hast doch einen Beruf gelernt. Ich habe eine Ausbildung gemacht, Mengesteller Bild und Ton, für meine Mutter, damit ich irgendwas Schriftliches habe, irgendeinen Abschluss. Diesen IHK-Schuss habe ich auch nie wieder verwendet seitdem. Den habe ich bekommen, in den Schrank gelegt zu Hause und liegt er immer noch. Zu Recht halt, er wäre ein grauenhafter Mengesteller Bild und Ton. Wahrscheinlich, ja. Er sollte mich nicht feiern, als mir, auch wenn ich ein ganz okay Zeugnis hatte, ist treu, täuscht. Ja, ja, das. Fake. Ich habe absolut kein Interesse an Technik. Ja. So lustig. Aber ich habe meine Klasse sehr gemocht. Egal, auf jeden Fall. Ich habe das für meine Mutter gemacht, dass ich irgendwas habe. Aber an sich wusste ich, okay, das Krasse war in meiner Ausbildung eben, in meiner Schulklasse, in meiner Berufsschulklasse waren nur Abiturienten. Das war eine Ausbildung. Ich war der einzige Nicht-Abiturient. Und ich wurde halt in meiner Ausbildung von meinem Betrieb nicht bezahlt. Der hat sich einfach hingestellt und gesagt, naja, wenn, kann sich beschweren bei der IHK natürlich, aber dann wird die Stelle gestrichen und es war klar, ich finde keine andere Stelle so schnell. Also keiner findet eine andere Stelle, selbst Abiturienten finden keine. Es war so, 2004, 2005 rum war Mengesteller schon echt hart umkämpft als Ausbildungsberuf und es gab keine freien Stellen. Und der Film ging es halt schlecht. Also es war nicht nur reine Boshaftigkeit, er konnte einfach nicht. So. Und das war krass, weil ich bin aus dieser Ausbildung halt, wurde nicht bezahlt und musste lauter Sachen machen, die ich nicht wollte, wie Filme über Torf schneiden oder Trecker oder und dann, ich bin halt mit dem, ich habe dann ganz viel eigene Sachen gemacht, mit der Technik zumindest parallel, aber was ich mir daraus mitgenommen hatte, war am Ende des Tages mit diesem blöden Abschluss, aber war halt, okay, ich habe jetzt 3 Jahre ohne Geld für etwas gearbeitet, was ich absolut nicht machen will, dann kann ich auch für die Sachen ohne Geld arbeiten, die ich machen will. So. Und das habe ich mir halt rausgenommen dann bei. Also ganz, ganz verschwendet war es dann doch nicht irgendwo, aber ja, das war eine Alibi-Ausbildung für meine Mama. Du hast sie auch gemacht. Ja. Ich würde sagen, ich habe da ein bisschen besser reingepasst zu dem Zeitpunkt. Es gab mal das war noch die Zeit, ich wollte eigentlich Richtung Kamera gehen. Und ich bin aber, halt, was das angeht, also dadurch kommt auch diese ganze Effektschiene, dass ich dann auch mit dem Programm umgehen kann, dass das halt so mitgenommen habe. Und ich bin halt nur so faul, was das angeht, dass ich nicht lang genug arbeiten konnte, um dahin zu kommen, dass Leute für mich Sachen aufbauen. Ich hatte halt keinen Bock mehr, Sachen aufzubauen, ein Stativ und eine Kamera drauf, das war mir alles zuwider. Und ich wusste halt, dass ich noch 10, 15, 20 Jahre davon entfernt bin, zu sagen, hier, bauen wir da auf, machen wir mal so. Und dann, ich glaube, das war letztendlich der Grund, es war wirklich Faulheit. Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass der Produzentenjob der weniger anstrengend ist. Ja, Wir haben nicht gedacht, dass der clevere Entscheidung daneben getroffen hat, aber. Ja, genau, wahrscheinlich. Also ich mache ja auch wesentlich mehr noch als. Also ich kann definitiv nicht der cleverste sein von dem her, was ich alles so am Set mache. Halt. Wenn mir der Regisseur sagt, deren ist. Es schüttet, es regnet, wir müssen das Auto auf Anschluss bringen, so auf Anschluss, ne, dann halt praktisch für das vorherige Bild. Es regnet mittlerweile, das Auto ist also nass, es muss aber trocken. Und ich putze das Auto seit 15 Minuten im Regen trocken und merke dann erst, was ich da überhaupt mache und mach halt weiter. Und alle, unsere Kameraassistenten, unsere Kamerafrau guckt mich an halt so, was machst du da? Philipp hat gesagt, das Auto sollte trocken machen. Also mach ich das Auto jetzt trocken. Wann dreht ihr das? Ja, in 20 Minuten. Okay. So, also, ich kann nicht der cleverste sein wahrscheinlich. Jetzt erzähl doch die Geschichte mit dem Nummernschild noch. Ich bin die ganze Zeit neugierig. Das mit dem Nummernschild ist gar nicht so schlimm. Das ist halt so, mein Auto ist das Spielauto, das hat ein OS-Kennzeichen. Osnabrücker Kennzeichen. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch in Osnabrück gewohnt. Und jetzt hatten wir den Wagen da drüben. Wir hatten zwei, normalerweise immer zwei Autos halt. Also wir hatten das Auto von unserer Kamerafrau war das
das Nummernschildauto praktisch. Halt ihr Nummernschild ab an den Wagen dran. Und das war halt so eine Szene, da ging es irgendwie so, es muss so schnell gehen. Und irgendwie wir hatten nur ein Nummernschild. Fährt nur ein Nummernschild auf einer Seite. Oder war das sogar? Ja, das war genau das Problem. Dann habe ich so ganz das Auto wird einmal so durchs Bild, dass man beide Seiten sieht. Genau. Und das kommt halt, das ist praktisch dann halt bei der Ankunft. Ja? In der Slowakei, genau, da fährt das Auto einmal, da kommt beide so runter, Seiten. Fährt so auf die Kamera zu, fährt von der Kamera weg. Und ich weiß noch, dass ich nehme manchmal den Mund zu voll. So, und hab dann noch gesagt, ja, das mach ich ganz locker, ganz easy. Und ich habe fast geheult dabei halt, weil das war halt ein bewegendes Objekt, was auf mich zukommt, diagonal sich wegbewegt, auf noch wackelt Straße. Dabei, halt mit, an vier Ankerpunkten halt, über eine Szene, die, weiß nicht, gefühlt 80 Jahre geht halt, aber eigentlich nur 5 Sekunden halt ist und dann 25 Frames pro Sekunde. Also, ich glaube, ich habe sogar geheult wahrscheinlich. Halt, aber so keiner hat es halt gemerkt. Nee. Das war. Wir waren sehr gespannt, weil auf der Biennale natürlich in diesem großen Kino 500 Jahre. Nee, ich sag große so, Leinwand. Wir hatten Chance, dass das Nummernschild so mitwoppt, irgendwie also, eventuell. Weil wir haben es bei dir gecheckt halt. Das ist recht große Leinwand dann da. Aber und dann haben wir es noch beim Grader gecheckt und wir waren alle so, ja, das passt. Und dann immer wirklich, ich saß halt wirklich so in der Berlinale halt und alle dachten jetzt, was weiß ich, aber ja. Und alles war gut. Ja. Ja, mich hat es sehr auch bewegt, der Film, weil es so um Rhythmus und Takt, um Natürlichkeit und aber auch um, wie soll man sagen, Funktionalität geht, diese Kontroversen im Leben und besonders halt auch, wie man an Herausforderungen manchmal in eine Überforderung kommt, dass man sich versucht anzupassen und dadurch auch seine Identität verliert. Das ist, glaube ich, etwas, was wir oft sehr viele Menschen auch im Bekanntenkreis gerade so im Laufe des Lebens auch erleben und dann wieder dieser Wunsch, sich irgendwo anzulehnen und dann aber trotzdem, was ich sehr schön fand, diesen Moment, wo sie aussteigt und sich daran erinnert, was eigentlich sie machen möchte und das hat mich sehr bewegt und danke. Ja, das fand ich auch ganz toll rübergebracht. Also die Geschichte mit der Oma, da habe ich gerade hier ganz, ganz doll geweint, weil die auch so in meine Geschichte sehr andockt und die hat mich sehr bewegt und ich fand das sehr schön. Ich bin Autorin und ich muss halt lachen, weil viele dieser Themen kommen auch in meinem Buch halt vor, aber das ist halt eher ein emotionales Stressmanagementsbuch. Aber das passte sehr und ich fand das toll. Wie ist der Titel des Buches? Gibt es ja schon, oder? Ja, aber es ist, ich bin so ähnlich, ich prokrastiniere auch immer mal gerne. Ja. Wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich da schon bin im Geiste, dann warte ich immer gerne ein bisschen. Aber es ist schon, hat schon eine ISBN-Nummer und ist eigentlich schon draußen. Es kommt im Herbst raus. Sag den Titel, ich möchte es gerne lesen. Emotionales Stressmanagement. Okay, danke. Gerne, aber deswegen habe ich mich jetzt nicht gemeldet. Es war eher so, dass ich wegen der Oma sehr, sehr bewegt war und wegen der Protagonistin, weil so ging es mir auch die letzten 20 Jahre. Und das fand ich toll, das hat mich bewegt. Ja. Danke. Ich kann was für Oma vielleicht noch kurz sagen, für Schauspielerin der Angelika Waller. Weil ich hatte das Buch ja geschrieben mit meiner Oma im Kopf. Meine Oma ist anders als Frau Waller. Und wir hatten den ersten Drehtag, das war das letzte Mal, was die da essen, wo die alle kochen. Das war der erste Drehtag mit Frau Waller. Dass sie am Ende im Film kommt. Und es war ziemlich schnell klar, dass Frau Waller eine andere Oma sein wird, als ich sie mir gedacht hatte. So, und dann gab es halt, also, und ich wusste bauchmäßig an sich, ich kann Frau Waller nicht in dieses Korsett drücken von der Oma, die ich in meinem Kopf hatte, weil das ist sie einfach auch typmäßig null, also so in ihrer Art. Und das wird nicht funktionieren. Und deswegen habe ich dann einfach das Gegenteil gemacht. Ich habe quasi die Oma-Figur verändert und den Regler noch mehr aufgedreht quasi, was Frau Waller sowieso schon mitbringt. Weil Frau Waller hat immer noch etwas sehr Mädchenhaftes, Damenhaftes, so ein bisschen. Das hat meine Oma halt nicht in dem Alter gehabt mehr. So, die war ein bisschen mehr Omi. Und deswegen, aber das war dann eine Änderung, die eben zum Beispiel auch bei Impro halt, also ich habe jetzt Frau Waller nicht in dieses Ding reingequetscht, weil ich dachte, das bringt in diesem Fall nichts, weil Frau Waller einfach typmäßig auch dafür komplett falsch ist, sondern ich habe dann quasi das genommen, was sie mir angeboten hat, habe es noch verstärkt und habe die Figur daraufhin geändert. Was, während ihr Spiel ist, ich finde ihr Spiel ganz toll in dem Film und auch was mit Victoria und Daniel macht. Und also es war einem nur, ich musste mich halt davon lösen, von meiner Vorstellung, wie ich die Oma in meinem Kopf gesehen hatte. Also sind so Szenen wie die Paintball-Szene neu entstanden?
Nee, die Szenen waren alle schon drin. Die waren immer drin. Die Art, wie sie gespielt werden, hat sich geändert. Also die Art, die Paintball-Szene war immer drin. Da muss ich mit Frau Waller sehr diskutieren drüber. Weil das ist nicht immer im Film drin. Im Film schießt sie irgendwann nochmal auf Alexander. Und Frau Waller hat sich also komplett verweigert, dieses Gerät abzufeuern. Also komplett, sie wird keine Pistole abfeuern. Auch keine Paintball-Pistole. Und macht sie auch nicht. Ich habe sie einmal. Wir hatten eine Variante gedreht, wo sie nur so tun musste, dass sie abdrückt. Das hätten wir dann digital gemacht. Aber wir brauchten es auch im Film dann später nicht. Aber es war eine lange Diskussion auf jeden Fall, schon vor den Dreharbeiten. Ja, ja. Ja. Frau Waller ist generell. Also, Frau Waller ist toll. Ja. Die war Defa-Star. Die hat eigentlich nur große Filme gemacht in den 60er und 70er Jahren. Und ist wirklich bekannt im Osten. Ich glaube, das wäre ihr erster. Bell auch. Das war ihr erster Independent-Film, also ihr erster Film mit Mitte 70 quasi, ohne Trailer, ohne Catering, ohne Dings, ohne eine Maske, ohne jemanden beleuchtet, der dafür sorgt, dass sie wirklich vorteilhaft, die war ein Filmstar. Die war wirklich ein Filmstar, also das war wirklich, darauf wurde geachtet, wie sie wirkt, wie sie ist, und sie hat sich so uneitel darauf eingelassen und hat das einfach gemacht. Sie wusste, worauf sie sich da einlässt, also dass wir das nicht bieten können, also dass sie jetzt perfekt immer aussieht oder dass es. Und sie hat das gemacht, weil sie Spaß am Spielen hat und weil sie die Rolle gut fand. Und das war halt schön, dass das dann, also, und sie hatte null Ego am Set. Und das war toll. Nur in meinem Auge. Aber ich hab halt, hast du noch diese Anekdote, das hing gleich mit der Part, aber also ich bin immer noch, glaube ich, per sie mit ihr. Ich auch. Ja? Ich auch. Aber ich habe sie ganz doll lieb. Aber jetzt kommt kurz deine Ampelstory. Ich hatte die große Ehre, halt Frau Waller immer nach Hause fahren zu dürfen. Nicht immer, die fährt auch selbst Auto noch. Sie fährt auch noch selbst Auto halt, wenn es zu heiß ist. Und mein Auto hatte keine Klimaanlage. So. Und Frau Waller ist halt eine Heizerin selber. Und hat mich halt wirklich dazu genötigt, halt praktisch, also wir sind Auto gefahren, sie hat mich halt über rote Ampeln fahren lassen, weil ich musste, und sie hat gesagt, ich bin auf die Ampel zu, und das war zu schnell, und ich wollte anhalten, und sie meinte so, Herr Jerke, wir kennen keine roten Ampeln halt. Sie, Frau Waller, was soll ich, fahren Sie drüber halt, und wenn ich 30 in der 30er-Zone gefahren bin, wurde ich dafür angebürgt, ich musste halt immer schneller fahren, das war, dass ich noch meinen Führerschein habe, ist ein Wunder. Hälfte des Budgets in Strafmandat. Ja, genau. Ja, ich wollte noch sagen, das Thema Gegenwärtigkeit, was ja auch in eurer Improvisation so rauskommt, und das Thema Projektion auch, also was ihr gerade mit der Schauspielerin erzählt habt, das ist ja auch in dem Film bei dem Partner, der diesen Kinderwunsch so projiziert, und wie schnell man auch dazu neigt, sich an Projektionen dann erstmal sich mit denen auseinanderzusetzen und dadurch auch verliert, was man eigentlich selber möchte. Das fand ich auch ein sehr interessantes Thema, und ist eigentlich ein sehr menschliches, und wie wenig wir eigentlich alle so gegenwärtig sind, und dass sie sich dagegen gewehrt hat, auch fand ich auch sehr, sehr spannend. Also ich fand, der hat sehr viele Aspekte, wo man drüber nachdenkt, der Film. Also das wollte ich noch ergänzen, weil das ist mir vorhin entfallen. Vielen Dank. Danke. Gerne. Das ist ja auch der Grund, warum ich manchmal davon spreche, dass ihr der Inbegriff der zweiten Generation des German Mumblecore vielleicht schon seid. Ich weigere mich dagegen total. Ich sage es trotzdem und frage mich, warum das so auffällig anders ist, weil sonst diese frühen Filme des German Mumblecore, die waren so immer sehr ins Tragikomische gezogen. Also man könnte die quasi als ein Genre durchgängig bezeichnen. Das, was ihr macht, das ist nochmal ein Ticken feinsinniger, es ist auch eher ein Liebesfilm oftmals so ein bisschen, also es ist auf den ersten Blick vielleicht sogar von der Geschichte her eindimensionaler, aber dadurch vielleicht eine andere Tiefe, die erzeugt wird. Ist das was, habt ihr Vorbilder, so Greta Gerwig oder so, die so ähnlich bei ihren Filmen agiert? Oder? Ein Vorbild wäre so viel, aber ich bin natürlich ein Fan von Lady Bird oder auch von Noah Baumbachs Frances Ha. Aber nee, ich glaube, dass wir uns gar nicht so weit unterscheiden von den anderen. Ich glaube einfach, dass jeder dieser Regisseure, da ist Tom, Jakob, Axel, Luise, dass irgendwie diese Filme witzigerweise spiegeln schon sehr die Filmemacher wieder, wie sie auch privat sind. Also das ist halt irgendwie, das sind einfach verlängerte Arme. Also diese Filme haben einen eigenen Charakter, der doch dann sehr nah an den jeweiligen Persönlichkeiten doch dran ist. Und ich glaube halt, die Art, unser Humor und die Art, wie wir über Sachen reden, reflektiert halt unser Arbeiten. Und also ich würde gar nicht sagen, dass das unbedingt ein technischer Aspekt ist, sondern eher vielleicht wirklich dann einfach nur, wir sind halt nicht Jakob oder Axel.
sind Philipp und Olli. Ja, Mann. Sonst keine Fragen gibt, stelle ich noch die Frage, die den Titel dieser Reihe ausmacht. Was tut sich im deutschen Film? Ich weiß, dass ihr viele Filme verschlingt, viele guckt, dass ihr das liebt, das Kino. Und ja, was ist denn euer Eindruck? Also, was ist denn der deutsche Film für euch und wo seht ihr euch da? In diesem großen Etwas. In München sehe ich uns. Ist es angenehm, in Deutschland Filme zu machen? Mit diesem komischen Förderapparat, den ihr nicht wahrnehmt, mit zwei merkwürdigen Preisen. Das fragst du jetzt natürlich total die Falschen, weil wir keine wirklichen Berührungen mit diesem Förderapparat haben bisher. Natürlich würden wir halt gerne negativ das Geld nehmen. Also ganz ehrlich, wir würden auch gerne, dass unsere Redakteure auf uns zukommen und uns arbeiten, weil wir sind nicht schwer zum Arbeiten. Wir sind bereit, alle unsere Ideale über Bord zu schmeißen. Nein. Zu verkaufen. Genau. Nein, aber generell sind wir, glaube ich, wir haben einfach diese Filme gemacht, weil wir eher wussten, wie wir einen Film für 4.000 Euro machen, als wie wir jetzt irgendwelche Förderanträge bekommen und vielleicht dann irgendwie Gelder akquirieren. Und das Machen stand immer im Vordergrund über den theoretischen Machen eines Films. So, wenn ich dann also irgendwie mal Feuer gefangen habe und dann muss es auch dann raus. So ein bisschen. Und das muss ich jetzt gerade ganz schmerzhaft lernen, weil wir haben ein fertiges Drehbuch für den nächsten Film. Und jetzt müssen wir bei dem nächsten irgendwie Gelder akquirieren und müssen Förderungen und Produktionspartner finden. Und das ist für mich ganz schwer, also mich so runter zu köcheln. Und dann köchel ich mich so runter, dass ich fast gar nicht mehr an dem Drehbuch arbeiten will. Also das ist halt, ich muss halt lernen, diesem System irgendwie Fuß zu fassen. Wir müssen irgendwie für uns was finden. Es ist gut für uns zu wissen, dass wir immer einen Film drehen können, wenn wir wollen, theoretisch. Aber natürlich können wir da nicht bleiben, weil diese 15.000 Budget sind ja auch eine Illusion. Der Film würde real 300.000 kosten, wenn wir alle bezahlen könnten und wenn wir uns alle echte Gehälter geben würden. Und dann wird der Film nicht viel anders aussehen, dann würde eben so viel kosten. Und da müssen wir hin. Das ist unsere Verantwortung, dahin zu kommen. Ich denke halt jetzt, was auf der künstlerischen Ebene für mich gut war, diese Filme so schnell zu machen, 4 Filme in 5 Jahren, war irgendwie, ich durfte mich austoben, ausprobieren, ich habe nicht so viel verkopft und wenn ich jetzt in so ein Apparat gehe mit Förderung und mit Geldern und mit Redakteuren, dann gehe ich da schon als sehr geschliffener Filmemacher rein, der auch irgendwie ein Gefühl hat, okay, das funktioniert nicht und ich kann das begründen. Und ich glaube, wenn du als Erster oder Zweiter Filmemacher da reingehst, halt dann verschlingt dich die Maschine schneller. Und ich glaube, das würde uns jetzt nicht passieren. Wir sind glaube ich, bereit. Ich habe es ja schon gemerkt. Ich habe ja nach Rückenwind direkt habe ich eine RTL-Serie gedreht, 3 Folgen, so eine Krimiserie mit so einem Team von 40 Leuten, mit gebautem Polizeipräsidium und so weiter. Und es hat mich nicht überfordert. Im Gegenteil. Also ich habe 3 Folgen gemacht. 2 Kollegen, die seit 20 Jahren TV-Filme machen, haben andere Folgen gemacht. Und ich bin da jetzt, ich habe nicht mehr Überstunden gemacht, mein Team genauso da durchgeführt und also das hat funktioniert. Also dieses schnelle Arbeiten, was wir da haben, hat sich sogar wiedergespiegelt in diesem TV-Dreh im Gegenteil. So, das war gut. Also ja. Ja, ich sag mal, wir danken euch für eure Leidenschaft und für diese Fähigkeit, so wunderbare Filme für so wenig zu erzeugen. Das ist ganz großartig. Die sehen nach viel, viel mehr aus. Bitte großen Applaus an die beiden, Philipp Eichholz und Oliver Jerke. Ganz, ganz großartig.